Wir haben einen Wolf in der Region. Was sind jetzt die Bedenken der Almbauern? Die Sorgen, die sind berechtigt. Wir haben mittlerweile über ein Jahr Erfahrung mit dem Wolf. Und die eine Weidesaison, letzten Sommer, die hat unsere Befürchtungen bei weitem übertroffen. Wir haben 40 Schafrisse zu begladen, da um die Rotwand, das ist da im Bayerisztäler Gebiet. Und starke Beeinträchtigungen und Beunruhigungen bei Rinderherden. Wenn es einmal keine Schafe nicht mehr gibt, dann geht der Wolf auf die Rinder los. Und das ist ja nicht so, das war jetzt ein Wolf. Und Ziel ist ja, dass er sich vermehrt, dass er Partner findet und dass er Rudel bildet. Und dann, gnade Gott, also dann ist es um die Almwirtschaft in Oberbayern oder insgesamt am nördlichen Alpenrand schlecht bestellt. Die Almbauern haben sich mit Umweltminister Söder getroffen. Was ist bei dem Gespräch herausgekommen? Ja, wir haben unsere Sorgen und Anliegen dargelegt, weil wir einhelliger Meinung sind, dass das Vorkommen von Wolf und die extensive Weidewirtschaft nicht vereinbar ist. Das ist in der Vergangenheit nicht gegangen und das geht auch in Zukunft nicht. Und speziell ist halt geredet worden, dass unser Anliegen ist, dass überhaupt keine Wolfspopulation nicht aufgebaut wird. Der vorhandene Wolf sollte verschwinden oder er sollte weggeschafft werden. Und die bisherigen Schäden, die müssen natürlich entschädigt werden. Es kann nicht sein, dass der Landwirt die Schafe aufzieht, dann im Sommer auf der Alm dort und dann, wenn es gerissen wird, dann kriegt er keine Entschädigung nicht. Und darüber hinaus hat man einen Mehraufwand. Wenn der Wolf da einfällt, dann sind die übrigen versprengt. Weiß Gott, da sind sie umeinander und müssen zusammengesucht werden. Und der Almbauer hat der Zeit nicht gestohlen. Und das sollte auch irgendwie berücksichtigt werden, dass das auch entgeltet wird. Aber es gibt doch Entschädigungen, oder? Es gibt Entschädigungen, die aber nur auf dem Schlachtwerk basieren. Wir haben sie aber da nicht mit Mastschaf da, sondern die sind Bergschaf, zum Teil seltene Schaf, so wie das braune Bergschaf oder das Storschaf. Und die haben einen züchterischen Wert und den Ansatz sollen wir einfach berücksichtigen. Der Wolf steht unter Naturschutz auf Bundesebene und auf europäischer Ebene. Also wie soll da vorgegangen werden? Ja, das wissen wir auch, dass der Wolf einen hohen Schutzstatus genießt. Von mir aus unverständlich, weil der Wolf in keinster Weise gefährdet ist. Er vermehrt sich sehr, sehr rasch. Aber unsere Arbeit, die hat auch einen hohen Wert. So bewirtschaften wir in Bayern oder im nördlichen Alpenrand 23.000 Hektar biotopkartierte Flächen und die waren dann gefährdet. Die sind zwar plus 2 oder 3% von der Gesamtfläche, aber umso wichtiger war es, diese Flächen auch zum erhalten. Und die können nur erhalten werden durch extensive Weidewirtschaft. Und die sollten wir auch berücksichtigen. Und unsere Forderung ist, dass man diese Interessen abwägt. Weil wenn ich hohe Biodiversität habe, Artenvielfalt an Pflanzen, Tieren, die auch einen hohen Schutzstatus haben, so haben wir gerade Raufußhühner, Schneehuhn, die sind auch stark gefährdete Arten und die werden da einseitig dem Wolf preisgegeben und das meinen wir, das kann nicht sein. Und Vorschläge wie den Einsatz von Hunden, Weidezäune etc. stehen Sie nicht positiv gegenüber? Da stehen wir nicht positiv gegenüber, weil wir wissen aus anderen Regionen, so aus der Schweiz, dass in Fremdenverkehrsgebieten die Herdenschutzhunde sind sehr aggressiv und da gibt es nur Probleme. Und in der Schweiz ist es so, ein Übergriff auf Touristen wird toleriert und wenn er zweiter, dann wird der Hund auch beseitigt. Und wir haben es auch da mit kleinen Tierherden zu tun, 10, 15, 20 und 50 geschafft. Und da ist der Einsatz von Herdenschutzhunden sehr, sehr ist eine kostspielige Sache. Die andere Alternative, einzelnen im Hochgebirge, das Gelände ist schwierig, also riesiger Aufwand, nicht zu bewerkstelligen. Was werden Sie jetzt weiter unternehmen? Wir werden versuchen, dass wir unsere Position der breiten Öffentlichkeit rüberbringen. Öffentlichkeitsarbeit werden wir betreiben. Dann werden wir wahrscheinlich die rechtliche Situation abklären, weil es ist ja nicht so, dass Deutschland, weil es wird immer auf deutsches Gesetzeslage verwiesen und auf die europäische. Und in Deutschland, da haben wir ja zwei große Wolfspopulationen, das waren wir in Sachsen und in Mecklenburg-Vorpommern. Und wir meinen, das genügt.
die vermehren sich ja sehr gut. Gerade beispielsweise in Sachsen, in der Lausitz, da haben sie voriges Jahr 26 Jungwölfe, Welpen aufgezogen. Und wir meinen, das reicht. Und gerade so extensive Weidegebiete, wie es wir haben, die sind auch sehr, sehr selten. Die sind die letzten Überbleibsel, die wir noch haben. Und das will ja eigentlich der Verbraucher auch. Artgerechte Tierhaltung, Offenhaltung der Landschaft, das haben wir. Und das wäre mit der Ansiedlung des Wolfes höchst gefährdet.